Herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer 11. Sitzung in der Vorlesung Biologische Psychologie. Heute befassen wir uns mit dem auditorischen System, aber jetzt machen wir einen kleinen Exkurs zu unserem Gleichgewichtsorgan. Wir haben ja im ersten Teil der heutigen Sitzung kennengelernt, wie wir Schallinformationen, also physikalische Informationen in unserer Cochlea in eine neuronale Aktivierung übertragen. Und einen ganz ähnlichen Prozess finden wir in unserem Vestibularorgan, in unserem Gleichgewichtsorgan. Dieses Gleichgewichtsorgan, das finden wir in den sogenannten Bogengängen im Labyrinth in unserem Innenohr. Genau wie die Cochlea sind auch diese Bogengänge flüssigkeitsgefüllte Hohlräume. Und in diesen flüssigkeitsgefüllten Hohlräumen, da finden wir Haseneszellen. Diese Haseneszellen im Vestibularorgan, die teilen wir in zwei Klassen. Da haben wir zum einen unser Makulaorgan oder unsere Makulaorgane, die für Beschleunigung und Lage relevant sind, also für die Information, ob wir uns nach vorne oder nach hinten lehnen oder ob wir uns nach vorne oder nach hinten beschleunigen. Und außerdem haben wir in den Bogengängen Haseneszellen, die eine relative Drehbewegung kodieren. Schauen wir uns jetzt mal diese beiden Wahrnehmungen unserer Lage, unseres Körpers genauer an. Die Kippbewegung unseres Kopfes, unseres Körpers, nehmen wir über Makulaorgane wahr. Diese Makulaorgane, die finden wir eben in unseren Bogengängen. Und diese Makulaorgane sind im Grunde genauso aufgebaut wie die Haseneszellen in unserem auditorischen System. Also auch da haben wir Haseneszellen, sekundäre Rezeptoren, an deren Spitze wir Stereozilien haben. Und diese Stereozilien, die sind hier eingebettet in eine Gelkapsel, in eine gelartige Substanz, die hier diese ganzen Stereozilien, diese Härchen an diesen Haseneszellen bedeckt. Und auf dieser Gelkapsel finden wir kleine Kristalle, die sogenannten Autoctonia. Das sind kleine Kristalle, die ein Gewicht erzeugen, also quasi ein Gegengewicht erzeugen. Und wenn wir jetzt unseren Kopf kippen, dann kippen diese kleinen Kristalle auf der Oberseite dieser Gelkapsel nach vorne und nach hinten, erzeugen damit also eine Verschiebung in dieser Gelkapsel. Und diese Verschiebung in dieser Gelkapsel, die nehmen wir dann als Kippbewegung oder als Beschleunigungsbewegung wahr. Also quasi hier eine Veränderung, quasi ein Kippen an unserem Kopf bewirkt ein Kippen dieses Komplexes aus dieser Gelkapsel und diesen kleinen Kristallen. Und dieses Kippen wird dann hier auf diese Stereozilien übertragen. Auf der anderen Seite haben wir die Wahrnehmung unserer Drehbewegung in unseren Bogengängen. Wir haben ja drei Bogengänge und in diesen drei Bogengängen haben wir eine Flüssigkeit und in dieser Flüssigkeit wiederum haben wir auch diese Haseneszellen, auch genauso aufgebaut wie die Haseneszellen in unserer Cochlea oder die Haseneszellen in unserem Makulaorgan. Also hier diese Härchen, diese Stereozilien, die auf der Haseneszelle drauf liegen. Und jetzt haben wir eine Flüssigkeit in diesen Bogengängen und wenn wir uns drehen, dann ist diese Flüssigkeit relativ träge gegenüber der umgebenden Knochen. Also diese Flüssigkeit bleibt stehen, der Knochen drumherum bewegt sich. Damit bewegen sich also diese Flüssigkeit relativ zu diesen Haseneszellen. Und diese Haseneszellen werden je nach Bewegung ausgelenkt. Und auch damit wird eben diese Drehbewegung in unsere drei Raumrichtungen auf diese Haseneszellen übertragen. Sprich, dieses Gleichgewichtsorgan, dieses Vestibularorgan ist im Grunde genauso aufgebaut wie unser Gehörsystem auch, nur mit dem großen oder mit dem einzigen Unterschied, dass diese physikalische Energie, die hier übertragen wird, keine Schallwelle ist, die auf die Flüssigkeit übertragen wird, sondern diese Flüssigkeit wird durch Veränderung in der Lage unseres Innenohrs, unseres Kopfes erzeugt. Und diese Veränderung dieser Flüssigkeit, also eine Drehbewegung in dieser Flüssigkeit,
die muss nicht immer unbedingt tatsächlich mit einer Veränderung unseres eigenen Körpers zusammenhängen, sondern die kann beispielsweise durch äußere Einflüsse entstehen. Also beispielsweise, wenn Sie mit dem Fahrrad fahren, wenn Sie beschleunigen, dann wird diese quasi Beschleunigung durch die Schwerkraft, die auf Ihr Innenohr überträgt, eben genauso auf Ihr Makularorgan übertragen. Oder wenn Sie am Karussell sitzen, dann wird diese Drehbewegung Ihres Karussells auf die Flüssigkeiten in Ihrem Innenohr übertragen, also hier diese Veränderung der Lage Ihres Kopfes dann wahrgenommen. Schauen wir uns jetzt einmal mal genauer an, nach diesem kleinen Exkurs zu unserem Vestibularorgan, wie wir eigentlich Informationen aus unserem Innenohr jetzt wirklich an unser Zentralnervensystem bekommen. Ich hatte schon gesagt, diese Stereozilien, diese Haseneszellen, auf denen die Stereozilien sitzen, egal ob jetzt in der Cochlea oder in unseren Vestibularorganen, das sind sekundäre Sinneszellen. Die erzeugen also selbst kein Aktionspotenzial, sondern eine Depolarisation durch einen Kalium- und Calcium-Einstrom führt hier zu einer Freisetzung von Glutamat. Diese Freisetzung von Glutamat, die passiert hier an der Unterseite unserer Haseneszellen. Und Sie sehen das hier, da haben wir einen sogenannten Dense Body. Und um diesen Dense Body drumherum gruppieren sich diese Vesikel mit unserem Neurotransmitter. Und unser Neurotransmitter, diese Vesikel, die fusionieren mit der Zellmembran und entlassen unser Glutamat in den synaptischen Spalt. Unser Glutamat bindet dann an Rezeptoren am nächsten Neuron, an dem Ganglion, an dem Spiralganglion und erzeugen damit hier ein erregendes postsynaptisches Potenzial, das dann in ein Aktionspotenzial übertragen wird. Diese Haseneszellen in unserem auditorischen System, die sind jetzt unterschiedlich innerviert. Ich hatte es ja schon erwähnt, wir haben äußere und innere Haseneszellen. Dabei sind die inneren Haseneszellen deutlich stärker mit afferenten Neuronen innerviert als die äußeren Haseneszellen. Das heißt, die große Mehrheit unserer afferenten Neurone, also der Neurone, mit denen wir Informationen aufnehmen, die innervieren hier unsere inneren Haseneszellen. Wir haben etwa 3.000 bis 4.500 von diesen inneren Haseneszellen und pro Haseneszelle docken hier etwa im Mittel etwa 10 Axone an jede innere Haseneszelle an. Das heißt, auditorische Informationen, die wir als auditorisches Signal wahrnehmen, wird vornehmlich durch diese inneren Haseneszellen kodiert und übertragen. Die äußeren Haseneszellen, von denen wir deutlich mehr haben, die sind deutlich geringer innerviert. Hier haben wir in der Regel pro Rezeptor, pro Haseneszelle nur ein Neuron. Das heißt, aus diesen äußeren Haseneszellen, da bekommen wir deutlich weniger Informationen. Da haben wir also aus jeder Haseneszelle nur ein Neuron, ein Axon, das hier Informationen aufnimmt. Aber an diesen äußeren Haseneszellen, innervieren jetzt hier efferente Neurone diese Haseneszellen. Und das ist genau dieser Prozess, den ich am Ende des ersten Teils der heutigen Sitzung beschrieben habe. Hier haben wir also efferente Neurone, die tatsächlich dieses Zusammenziehen und Ausdehnen dieser äußeren Haseneszelle beeinflussen. Und diesen Prozess, den haben wir an den inneren Haseneszellen kaum oder gar nicht. Schauen wir uns also an, wie der nächste Schritt ist. Diese afferente Information, die wir von unseren inneren und zu einem geringeren Teil auch äußeren Haseneszellen bekommen, die führt hier, also wie gesagt, diese Information führt hier zu einer Depolarisation unserer Haseneszellen, das führt zu einem Ausschütten von Glutamat und zu einem erregenden postsynaptischen Potenzials an unserem Spiralganglion. Diese afferente Information aus dem Spiralganglion wird jetzt übertragen an die Medulla oblongata. Da haben wir in dieser Medulla oblongata, also an so einem verlängerten Rückenmark, da haben wir die dorsalen und ventralen Cochlea-Nuklei. Und Sie sehen es hier schon ganz leicht angedeutet, ich komme gleich nochmal darauf zu sprechen, auf diesem Schaubild, dass diese dorsalen und ventralen Nuklei am Rand unserer Medulla oblongata, die sind hier entlang der Tonotopie organisiert. Also unterschiedliche Bereiche entlang unserer Cochlea
kodieren unterschiedliche Frequenzen aufgrund der Schwingungseigenschaften unserer Basilarmembran. Also sprich, ein Neuron an der Spitze unserer Basilarmembran wird eine andere Information kodieren als ein Neuron am Anfang unserer Basilarmembran. Und diese Tonotopie, also diese Frequenzkodierung entlang der Cochlea, wird genauso übertragen auf hier die Medulla oblongata, dass hier unterschiedliche Bereiche dieser Medulla oblongata, also unterschiedliche Bereiche der dorsalen und ventralen Cochlea-Nuklei, unterschiedliche Frequenzen kodieren. Diese Bahn im Weiteren, die kreuzt dann teilweise, also wir haben in unserem auditorischen System eine ganz starke Verschaltung zwischen linker und rechter Hemisphäre, also zwischen linkem und rechtem Ohr. Diese teilweise gekreuzten Bahnen ziehen dann weiter bis in den Pons, also eine Station drüber, in die sogenannten Olivenkerne. In diesen superioren Olivenkernen, da wird dann tatsächlich auch die Information aus dem linken und dem rechten Ohr miteinander verglichen, also abgeglichen, die ipsilaterale und die kontralaterale Seite für eine Richtungswahrnehmung, also ob die Information eher von links oder eher von rechts kommt. Die Information wird außerdem weitergetragen an den ventralen und dorsateralen Lemniskus, und hier bekommt es erneut zu einer Verschaltung zwischen rechtem und linkem Ohr, also erneut zu einer Kreuzung, und dann wird diese Information hier weitergeleitet an den inferioren Colliculus und dann projiziert diese Bahn auf den Corpus geniculatum mediale des Thalamus. Wir hatten ja letzte Woche schon kennengelernt, wo die Information im visuellen System auf den Thalamus projiziert, hier jetzt eben ganz bestimmte Kerngebiete im Thalamus, auf die diese auditorische Information projiziert. Andersrum haben wir natürlich efferente Bahnen, also diese efferente Information in unserem auditorischen System, die nimmt im Grunde den gleichen Weg, also absteigende Information aus unserem Hirnstamm, hier vor allem aus dem Pons, also hier auf Ebene des Zwischenhirns. Da werden eben diese Reflexbahnen verarbeitet, die dann eben hier diese absteigende Information, diese absteigende efferente Information auf unsere Cochlea ausüben, um dann eben als Schutzmechanismus unsere Haseneszellen, die äußeren Haseneszellen zu verkürzen und zu verlängern, um damit eben die Schwingungseigenschaften in der Basilarmembran zu verändern. Schauen wir uns jetzt mal diese parallele Verarbeitung entlang der Tonotopie in unserem auditorischen System nochmal genauer an. Ich hatte es schon erwähnt, wir haben ja entlang unserer Cochlea eine Tonotopie, Sie sehen es hier nochmal im Schaubild, dass in unterschiedlichen Bereichen unserer Basilarmembran unterschiedliche Frequenzen kodiert werden. Und diese Frequenzkodierung, die wird jetzt genauso 1:1 übertragen an unsere Medulla oblongata, sodass wir hier in der Medulla oblongata auch wieder eine Tonotopie haben, dass die tiefen Frequenzen, die werden hier in der ventralen Bereich verarbeitet, die hohen Frequenzen im dorsalen Bereich der Medulla oblongata. Also hier entlang der Medulla oblongata finden wir genau so eine Tonotopie. Das Interessante dabei ist jetzt, dass Geräusche, die aus unterschiedlichen Richtungen kommen, ja durch diese Form unserer Ohrmuscheln unterschiedlich verzerrt werden. Also der Frequenzanteil von Geräuschen, die von vorne kommen und die von hinten kommen, obwohl es, wenn es das gleiche Geräusch ist, werden in unserem, wenn durch diese unterschiedliche Form unserer Ohrmuscheln unterschiedlich verarbeitet und führen dann zu einer unterschiedlichen Aktivierung auf unserer Basilarmembran. Also durch diese tonotope Organisation können wir schon Richtungsinformationen über beispielsweise Geräusche, die vor uns und die hinter uns erzeugt werden, erschließen. Diese Richtungsinformation zwischen linker und rechter Seite, die wird vor allem über die sogenannte Interaural Time Difference, also die interaurale Laufzeitdifferenz, verrechnet. Das heißt, Informationen, die auf unser rechtes Ohr, die von rechts kommen, treffen früher auf unsere rechte Hemisphäre, auf unser rechtes Ohr,
als auf unser linkes Ohr, einfach weil da noch unser Kopf dazwischen ist. Das heißt, das Signal von einer Quelle kommt mit unterschiedlichen Latenzen, mit unterschiedlichem Zeitversatz am linken und am rechten Ohr. Und diese Detektion der Verzögerung zwischen linkem und rechtem Ohr, die geschieht jetzt hier auf Ebene der superioren Olivenkerne. Also auf Ebene der superioren Olivenkerne wird jetzt Information von linkem und rechtem Ohr abgeglichen und aus dem zeitlichen Versatz der Aktionspotenziale, die hier ankommen, wird hier eine relative Ortsinformation kodiert. Abgesehen davon haben wir auch noch eine interaurale Lautheitsdifferenz, also beispielsweise ein Geräusch, das von rechts kommt, das kommt in unserem rechten Ohr lauter an als in unserem linken Ohr, weil eben unser Kopf einen Gehörschatten erzeugt. Das heißt, hier haben aus dieser Charakteristik der Geräusche am linken und am rechten Ohr, eben beispielsweise der Intensität, können wir ebenfalls eine Richtungsinformation errechnen. Also sprich, die Rauminformation in unserem auditorischen System errechnen wir aus der relativen Verschiebung in den Frequenzen aufgrund unserer Ohrmuscheln, aus der Intensität, also der Lautheit der Geräusche aufgrund eben des Hörschattens durch unseren Kopf und aufgrund der Zeitdifferenz zwischen der Aktivierung unseres linken und des rechten Ohres. Also diese ganzen komplexen Informationen werden eben an ganz vielen Verschaltungsstationen in unserer Gehörbahn miteinander abgeglichen, um hier eben so eine Rauminformation in unserem auditorischen System zu kodieren. Und diese Rauminformation in unserem auditorischen System, die wird auch abgeglichen mit der Rauminformation aus dem visuellen System. Also diese Information wird hier auf Ebene der inferioren Colliculi bzw. der superioren Colliculi zwischen auditorischem und visuellen System abgeglichen. Auf Ebene der inferioren Colliculi detektieren wir die interaural time difference, also diese Laufzeitunterschiede zwischen linkem und rechtem Ohr. Und aus diesen Laufzeitunterschieden können wir dann eine Rauminformation, eine räumliche Karte unserer Umgebung erstellen. Das heißt, wir haben hier eine sogenannte Auditory Space Map, also eine Rauminformation aufgrund des Zeitversatzes zwischen der Aktivierung unseres linken und rechten Ohrs auf Ebene der inferioren Colliculi. Die visuelle Topografie, die Retinotopie aus unserem visuellen System, das haben wir letzte Woche kennengelernt, die wird hier verarbeitet in den superioren Colliculi. Also wir haben ja die Rauminformation aus unserer Retina, benachbarte Areale unserer Retina verarbeiten benachbarte Bereiche unserer Umwelt. Und diese Rauminformation aus unserer Retina, die konvergiert jetzt hier mit der Rauminformation aus unserem auditorischen System, aus unserer Cochlea, hier in den sogenannten superioren Colliculi, in den oberen Olivenkern. Also hier werden diese beiden Informationen gemeinsam verarbeitet, konvergieren hier also, um so eine räumliche Orientierung bereitzustellen. Und diese räumliche Orientierung, dieses Konvergieren von auditorischer und visueller Information hilft uns auch dabei, dann auditorische Information im Raum genauer zu lokalisieren, da eben unsere visuelle Information deutlich genauer ist. Andersrum kann diese Konvergenz dazu beitragen, dass wir uns auf ein Geräusch hin orientieren. Es gibt eine sogenannte Orientierungsreaktion, also wenn ich ein starkes Geräusch höre, dann drehe ich automatisch meinen Kopf oder bewege automatisch meine Augen in Richtung dieses lauten Geräusches. Das ist also quasi eine Verarbeitung von auditorischer und visuelle Information hin, um unsere Wahrnehmung zu optimieren. Diese multisensorische Integration, die wird aber nicht nur zwischen beispielsweise dem visuellen und dem auditorischen System abgeglichen, sondern auch beispielsweise zwischen unserem motorischen und unserem Vestibularorgan. Und diese Verschaltung zwischen unserem motorischen System und unserem Vestibularorgan, die ist unter anderem verantwortlich für die Sehkrankheit. Die Sehkrankheit, die kennen Sie ja vielleicht, wenn Sie auf einem Schiff sind und dieses Schiff schwankt, dann wird Ihnen übel. Das liegt daran, dass die Informationen, die Sie aus Ihrem visuellen System bekommen, also Sie sehen das Schiff und eigentlich bewegt sich dieses Schiff ja nicht, aber tatsächlich dieses Schiff bewegt sich über die Wellen, also sprich Ihr Körper relativ zum Schiff bewegt sich nicht, aber dieses ganze Schiff mit Ihrem Körper bewegt sich, also sprich Ihr Körper
bewegt sich. Also sprich hier, diese Informationen, die Sie aus Ihrem visuellen System bekommen und die Informationen, die Sie aus Ihrem Vestibularorgan bekommen, die stimmen hier nicht überein. Die werden hier verschaltet, also die Reize aus unserer Retina, die werden hier verschaltet mit unserer Information aus unserem motorischen System, also bewege ich mich selbst, und die werden verschaltet mit der Information aus unserem Vestibularorgan. Wir haben also hier drei Informationen, die sich widersprechen. Mein Körper bewegt sich, aber ich bewege meinen Körper nicht selbst. Also meine Muskeln sind eigentlich, mein motorisches System ist nicht aktiv. Aber trotzdem bekomme ich das Feedback, dass sich die Umwelt um mich verändert. Und dieses Nichtzusammenpassen dieser Information wird hier vom Körper als Warnsignal interpretiert. Hier wird dann eben Adrenalin, Noradrenalin und Vasopressin ausgeschüttet. Das führt also zu einer Erregung Ihres Körpers. Und vor allem dieses Vasopressin ist ganz relevant für eine Übelkeitsreaktion, dass Sie also hier Dinge loswerden, die Ihnen möglicherweise schädlich sind. Also eine ganz klassische Reaktion. Ihnen ist also quasi Ihr Gleichgewichtssystem gibt Ihnen hier eine fehlerhafte Information. Das interpretiert Ihr Körper als, hier ist ein Giftstoff, ein Fremdstoff in Ihrem Körper. Und dieses Vasopressin bewirkt jetzt, dass Sie diesen Fremdstoff loswerden wollen. Das heißt, hier, um dieser Seekrankheit entgegenzuwirken, kann es helfen, wenn Sie nicht das Schiff angucken, sondern einen Punkt, einen entfernten Punkt an Land, der fix ist. Daraus können Sie dann eben stärker errechnen, wie sich Ihr Körper bewegt und welche Veränderungen es in Ihrer Lage Informationen gibt. So, damit sind wir fast am Ende. Wir wollen jetzt noch anschauen, wie wir eigentlich die Informationen dann in unseren Neokortex bekommen. Also schauen wir uns nochmal die auf- und absteigenden Informationen in unserem auditorischen System an. Informationen, Schallwellen kommen in unserem Ohr an, setzen unser Trommelfell in Bewegung. Diese Bewegung des Trommelfells wird übertragen auf unsere Gehörknöchelchen und diese Schwingung wird dann übersetzt in die Schwingung der Flüssigkeit unserer Cochlea, die dann unsere Basilarmembran auslenkt. Diese Auslenkung der Basilarmembran führt zu einer zum Ausscheren unserer Stereozilien. Dann sind diese Tiplings an den Spitzen der Stereozilien werden dann gespannt und dadurch werden mechanosensible Ionenkanäle geöffnet. Kalium strömt hier ein, durch diese Depolarisation werden Calciumkanäle geöffnet und durch dieses einströmende Calcium wird dann Glutamat hier freigesetzt. Diese Glutamatfreisetzung am Corti-Organ in der Cochlea wird erzeugt dann am Spiralganglion des Hörnervs ein erregendes postsynaptisches Potenzial und dieses erregende postsynaptische Potenzial erzeugt dann hier eben an diesem Spiralganglion ein Aktionspotenzial. Verschaltet wird dieses Spiralganglion dann in der Medulla oblongata, in den Nuclei cochlearis, hier im dorsalen und ventralen Bereich dieser Medulla oblongata. Von da zieht unsere Hörbahn dann entweder gekreuzt oder ungekreuzt weiter bis zum Pons in die inferioren und superioren Olivenkernen, von da weiter dann zum Tectum in die Colliculi inferioris und von da dann weiter zum Thalamus. Im Thalamus haben wir eben den Corpus geniculatum mediale und vom Corpus geniculatum mediale zieht die Information dann hier in unseren Temporallappen in den auditorischen Kortex. Ganz wichtig hierbei, diese Information entlang unserer Cochlea, diese Information entlang der Tonotopie, die wird hier parallel durch diese ganze Information weiterverarbeitet. Also genau wie wir eine Retinotopie in unserem visuellen System haben, Sie erinnern sich nochmal an letzte Woche, wie diese Information parallel durch diese ganze Sehbahn hindurch verarbeitet wird, wird diese Information auch parallel durch unser ganzes auditorisches System hindurch transportiert. Also sprich, entlang dieser ganzen Signalbahn wird hier die Information in parallelen Bahnen verarbeitet, also parallele Information aus unterschiedlichen Bereichen der Cochlea wird hier parallel verarbeitet und wir behalten die sogenannte Tonotopie entlang dieser ganzen Signalbahn bei. Sprich, auch unser auditorischer Kortex, der am Ende der sogenannten Hörstrahlung sitzt, also Hörstrahlung, das ist der,
das letzte Neuron vom Thalamus hin zum auditorischen Kortex. Auch hier in diesem auditorischen Kortex finden wir eine Tonotopie. Das heißt, Tonotopie bedeutet, benachbarte Bereiche in unserem auditorischen Kortex verarbeiten benachbarte Frequenzen. Diese Information aus dem Thalamus erreicht wieder die Schicht 4 unseres auditorischen Kortex, also auch der auditorische Kortex ist aus 6 Schichten aufgebaut. Der liegt im sogenannten Brodmann-Areal 41 an der Spitze, an der Oberkante des Temporallappens. Da haben wir eine ganz bestimmte Furche, die nennt sich Heschelscher Gyrus. Und entlang dieses Heschelschen Gyrus finden wir eben unseren primären auditorischen Kortex, der A1. Dieser primäre auditorische Kortex, wie gesagt, der ist aus 6 Schichten aufgebaut und die Information aus dem Thalamus kommt hier in Schicht 4 an. Um den primären auditorischen Kortex drumherum, also um diesen Heschelschen Gyrus drumherum, finden wir den sekundären auditorischen Kortex oder auch Belt, also Gürtel genannt. Das ist eben dann hier der sekundäre auditorische Kortex, bei dem dann komplexere Informationen verarbeitet wird. Auch dieser sekundäre auditorische Kortex ist noch tonotop organisiert. Hier werden aber schon komplexe Geräusche zusammengefasst, also benachbarte Bereiche und komplexe Informationen zusammengefasst. Und jetzt wollen wir uns mal anschauen, wie eigentlich auditorische Informationen nicht nur parallel in dieser Tonotopie, sondern auch seriell in unterschiedlichen Verarbeitungspfaden weitergeleitet wird. Genau wie im visuellen System haben wir auch im auditorischen System einen dorsalen und ventralen Pfad. Der ventrale Pfad, hier unser VAS-Pfad, also zur Objektidentifikation über den inferioren Temporallappen zum anterioren Temporallappen, der ist vor allem relevant für die Geräuschidentifikation. Also die Charakterisierung von unterschiedlichen Geräuschen aufgrund ihrer Eigenschaften. Auf der anderen Seite der dorsale Pfad, der hier über den Parietallappen läuft, der ist vor allem relevant für die Ortsinformation, also die Wo-Bahn. Das hier eben also vor allem relevant für die Integration mit dem visuellen und dem somatosensorischen Kortex, um hier Ortsinformation aus unserem auditorischen System zu extrahieren. Hier geht es also vor allem um die Geräuschlokalisierung und in Integration mit dem visuellen und dem somatosensorischen System auch dann zur Reaktion auf diese Geräuschlokalisation. Ganz wichtig dabei ist, Sie haben ja wahrscheinlich in allgemeiner Psychologie schon mal das Wernicke und das Brodmann-Areal der Sprachwahrnehmung kennengelernt und hier eben dieses Wernicke-Areal, was quasi Teil des sekundären auditorischen Kortex ist, was wir dann an der Hinterseite unseres auditorischen Kortex finden, das ist eben hier Teil dieser Identifikation der Sprachwahrnehmung. Also hier aus diesem Belt-Areal wird die Information in diesen Parabelt-Area übertragen und in dieser Parabelt-Area, da wird dann tatsächlich Sprachinformation verarbeitet, also dekodiert, extrahiert, also die Identifikation einer auditorischen Information wahrgenommen. Und diese Information, die konvergiert dann zu guter Letzt in unserem inferioren oder in so einem Präfrontalkortex, wo dann eben diese Information aus Identifikation und Lokalisation wieder zu einem einheitlichen Perzept zusammengesetzt wird. Und jetzt haben wir ja am Anfang dieses Beispiel gehabt mit Janni und Laurel. Und Sie haben jetzt vielleicht überlegt, okay, haben Sie eher Janni oder haben Sie eher Laurel wahrgenommen? Und jetzt wollen wir uns mal anschauen, woran es denn liegen kann, dass Sie beispielsweise einmal Janni, einmal Laurel wahrnehmen oder dass manche von Ihnen eher Janni und manche von Ihnen eher Laurel wahrnehmen. Und diese Wahrnehmung von komplexen Geräuschen, die ist gar nicht so einfach. Denn wir hatten es ja schon kennengelernt, komplexe Geräusche, die erzeugen eine Auslenkung an unterschiedlichen Bereichen unserer Basilarmembran. Also beispielsweise Sprache besteht ja aus einem komplexen Signal von einer ganz bestimmten Bandbreite von Frequenzen. Also beispielsweise unsere menschliche Sprache deckt vornehmlich einen Frequenzbereich von 1000 bis 3000 Hertz ab. Und die unterschiedlichen Phoneme, also die unterschiedlichen Buchstaben, die unterschiedlichen Laute, die ich mache, werden charakterisiert durch eine unterschiedliche
Aktivierung an unterschiedlichen Frequenzen. Als Beispiel, der Laut A und der Laut I aktivieren unterschiedliche Frequenzbereiche auf unserer Cochlea. Genauso sind unterschiedliche Laute, beispielsweise M und P, durch unterschiedliche Onset-Zeiten, also unterschiedliche Beginnzeiten charakterisiert und einen unterschiedlichen zeitlichen Verlauf in der Energie, die hier erzeugt wird und der Energie, die auf unsere Cochlea übertragen wird. Also P wird durch einen sehr starken Onset, einen starken Beginn und einen sehr starken Abfall des Signals charakterisiert. M wird eher durch eine eher gleichförmige Aktivierung hier aktiviert, kodiert. Und aus diesen komplexen Informationen, also der Aktivierung von unterschiedlichen Frequenzen mit einem unterschiedlichen Zeitverlauf, kann ich jetzt unterschiedliche Phoneme, unterschiedliche Buchstaben, unterschiedliche Laute dekodieren und hier dann wahrnehmen. Das heißt, eine komplexe Wahrnehmung wie Sprache erzeugt immer ein relativ komplexes Abbild im Frequenzraum. Und so ein Abbild im Frequenzraum sehen wir jetzt mal hier in Blau und Rot dargestellt. Da sehen Sie beispielsweise dieses Signal, dieses Yanni gegen Laurel Signal, dargestellt über die Zeit hinweg. Und Sie sehen, wie sich die Energie über die Zeit hinweg entwickelt und verändert. Und normalerweise wird Sprache durch drei Formanten charakterisiert. F1, das ist die Grundaktivierung, der tiefste Bereich, die tiefste Frequenz, die aktiviert wird. Und dann haben wir F2 und F3, das sind die höheren Frequenzen, das sind harmonische Resonanzfrequenzen von F1. Und aus dem Zusammenspiel zwischen diesen unterschiedlichen Formanten können wir dann Buchstaben oder Laute entziffern. Und was jetzt hier bei unserem Beispiel, unser Yanni gegen Laurel Beispiel passiert, ist, dass dieser Bereich des zweiten Formants, dieses F2-Bereich, der hat hier sehr wenig Information. Da fehlt hier also ganz wichtige Information, aufgrund derer wir diesen Laut eindeutig charakterisieren könnten. Das heißt, dieser Laut Yanni gegen Laurel, der ist tatsächlich uneindeutig, den können wir nicht auf eine eindeutige Art und Weise zuordnen, da hier eine ganz bestimmte Information fehlt. Und das führt dann eben dazu, dass sich diese Wahrnehmung von diesem Geräusch über die Zeit verändert. Die ist also nicht immer stabil, sondern je nach Eigenschaften beispielsweise ihrer Lautsprecher, also ob Sie das über Kopfhörer oder über Boxen hören oder in einem großen Raum oder in einem kleinen Raum oder ob Sie aufmerksam sind oder nicht aufmerksam sind, kann das eben diese Wahrnehmung dieses nicht eindeutigen Geräusches verändern. Das heißt, unsere auditorische Wahrnehmung, die ist eigentlich nicht sonderlich exakt, sondern die ist nur eine Rekonstruktion aus einem nicht eindeutigen Reiz, die sich eben tatsächlich verändern lässt. Das heißt, genau wie unsere visuelle Wahrnehmung auch nur eine Rekonstruktion einer unperfekten Umwelt ist, da wir ja beispielsweise in unserer Peripherie keine Farben wahrnehmen und mit unterschiedlichen zeitlichen Auflösungen arbeiten, so arbeiten wir auch in unserem auditorischen System mit einem limitierten Signal. In diesem limitierten Signal können dann eben ganz bestimmte Informationen fehlen und wir müssen in unserer Wahrnehmung diese fehlenden Informationen rekonstruieren, um am Ende eine bewusste Wahrnehmung zu haben. Und diese bewusste Wahrnehmung, die kann auch mal falsch sein. So, damit sind wir am Ende unserer heutigen 11. Sitzung in der Vorlesung Biologische Psychologie zum auditorischen System. Wir haben heute kennengelernt, wie wir Geräusche, Wahrnehmung und auch so kurz in einem Exkurs wahrgenommen, wie beispielsweise unsere Bewegungs- und Lagewahrnehmung im Vestibularorgan kodiert wird. Gemeinsam dieser ganzen Wahrnehmung ist, dass wir eine physikalische Veränderung, sei es eine Schallwelle oder eine Drehbewegung, in eine Veränderung einer Flüssigkeit übertragen und diese Veränderung der Flüssigkeit dann wahrgenommen wird an der Auslenkung von Stereozilien an Haarsinneszellen. Diese Auslenkung der Stereozilien an den Haarsinneszellen führt dazu, dass sich hier mechanosensible Ionenkanäle öffnen und hier positiv geladene Ionen einströmen können, was zu einer Depolarisation führt, aufgrund derer dann unser erregender Neurotransmitter Glutamat freigesetzt wird. Diese
Aktivierung von Glutamat überträgt sich dann an das sogenannte Spiralganglion und dieses Spiralganglion wird dann über die Medulla oblongata, Pons, Thalamus an unseren auditorischen Kortex übertragen. Ganz wichtig dabei ist hier diese ganz starke Verschaltung zwischen linken und rechtem Ohr, aufgrund derer wir Richtungsinformationen aus unserem auditorischen System extrahieren können. Auf Ebene des Neokortex finden wir dann genauso wie im visuellen System auch eine Aufteilung in einen dorsalen und einen ventralen Pfad, die mit Orts- oder Objektidentifikation Objekt- oder Ortsinformationskodierung spezialisiert sind. Also hier eine serielle Verarbeitung entlang einer Verarbeitungshierarchie. Damit danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und ich hoffe, dass wir uns nächste Woche in unserer letzten Sitzung wieder treffen. In unserer letzten Sitzung schauen wir uns dann unser olfaktorisches und gustatorisches System, also unseren Geruch und unseren Geschmackssinn an.